Hallo und willkommen zurück bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch. Und mir, dem Anduin, grüß euch. Markierst du dir deinen? Wir sind jetzt bei der Antenne. Okay, nochmal, ja. Und wie wir beim ersten Mal gelernt haben, ergibt sich der Folgeeinsatz. Das heißt, wir werden da jetzt... Ich habe mir einen markiert, der rennt aber wie wild durch die Gegend. Passt, ich hab meinen auch. Einen sehe ich nicht, der ist da hinter den Masten. Den Einser sehe ich. Die anderen... Ah, jetzt kommt er noch vor. Okay, von mir aus können wir... Ja, du sag an. 3, 2, 1. Ziel eliminiert. Ach. Hab ihn. Komm zu dir. Ich bemühe mich nicht zu fluchen. Ja, du bist da sehr knapp dran gewesen. Ja, aber ich habe sie schön gesehen. Lieber mit Abstand ein wenig. Yes, so. Ich stehe auf das. Scheiße nochmal! Du bekommst ein bisschen Adrenalin. Ja. So, dann markierst du und ich hol schon mal das Auto. Okay. Zur nächsten Antenne, schnell! Ich laufe dir entgegen. Ja. Da. Oh, okay. Einsteigen. Ja, warte. Ich bin Schütze. Diesmal lassen wir alles, wo es ist. Einsteigen. Hallo, ja, ich probiere es ja. So. Los geht's. Deaktivieren Sie die zweite. Wir haben schon die halbe Zeit verbraucht. Okay. Wir schaffen das noch, oder? Die sollte da irgendwo 500 Meter nördlich darauf sein. Ja, warum? Achso, der hat das falsch markiert, oder? Okay, na passt. Deaktivieren Sie die zweite Antenne. Das ist gefällt ein gerade aus. Ich glaube, ich sehe sie. Ei. Das kann nie und nimmer. Ich glaube, da müssen wir sie aufteilen. Bier. Wir haben es nicht mehr drauf. Gut, Ach Gott. Ich werde mal die Gegend da oben ausspechteln. So, gut, dann probieren wir gleich nochmal den da drüben. Achso, soll ich runterkommen? Ja. Na, du kannst da rüberlaufen. Okay, das heißt, bei den beiden Antennen aufteilen. Der eine wartet dann... ich fahre mitten an den Baum an. Alter, das Auto schaut schon aus. So. Also, laufen... Puh. Wo? Aha, okay. Ja, ich mach da mal einen Spaziergang. So, wir haben mittlerweile, habe ich C4 gelernt. Und ich habe beim Probieren, ich habe nicht gelernt, aber Splittergranaten hat man. Und mit der Splittergranate konnte ich eine Tür wegspringen. So hatte ich das probiert. Ah, wieder den falschen weggenommen. Da geht's ja rauf. Gott sei Dank muss ich das in der Tür nicht laufen. Hardcore. So, das ist ja lediglich Sightseeing, damit man ein bisschen was von der Gegend sieht. Mit den Ruinen, die abgebrannten. So. Enter the
wo du wartest, bis ich da bin. Luft. Nein, ich warte auf dich. Luft, Linie ca. 350 Meter. Bin gespannt, ob das funktioniert mit dem C4. Ich müsste mir aus der Kiste ein paar Splittergranaten nachholen. So. Echt jetzt. So. Schon bin ich da. Da oben ist eine Kiste. Soll ich die Tür da heroben? Du. Nehmen oder? Oder nehmen wir die unten wieder? Naja. Und einer von uns sollte sich dann um das Thema kümmern. Also da muss man irgendwas, glaube ich, hacken oder so. Irgendwas muss man hacken? Ja. Okay. So. Ich habe zwei Sicarios. Soll ich? Welche Tür nehmen das wir? Das ist ein zweiter Tango. Ja, ich nehme jetzt doch die da heroben. Ja, dann nehmen wir die heroben. Dann einer stellt sich seitlich hin, so. Sprengsatz scharf. Wahrscheinlich. Und wie aktiviere ich es jetzt? Ich denke. Die Sprengladung ist scharf. Was? Okay, da habe ich jetzt noch eins angebracht oder so. Ja, aber wie? Ach, weißt du was? Ich schmeiß noch meine Splittergranate. Granate fliegt! Wenn sie bisher noch nicht wussten, was los ist, dann spätestens jetzt. Sie suchen uns. Vorsicht! Fuck, fuck, fuck! So. Die Uhr läuft, Leute, jetzt macht schon! Ja, ich komm schon. Halt mal den Rücken frei. Gut gemacht. Jetzt haben Sie Probleme, Ihre Einsätze zu koordinieren. So, wo ist das? Ich hab's schon gehackt. Ah, cool. So, da unten sind jetzt nur einzelne Gegner, aber die können wir ja in Ruhe machen. Das heißt, du hast das in der Zeit noch... Ich hab's noch geschafft, ja. Cool. Yes, irgendeiner muss runter. Oder... Nein, der bewegt sich selbst. Ah, wir glitschen schon wieder ineinander. Feind am Boden! So, jetzt muss... Und da ist der Letzte. Ja. Erledigt. Alles erledigt. Sauber, hier gibt es doch irgendwo was. Sehr fein. Nehmen wir dann nochmal Munition. Es ist, ja, ich komme auch schon drauf, es ist hier unten nichts. Passt. So, da drüben, das bei den Antennen hat es jetzt wieder aktiviert, da könnte man mit dem Hubschrauber hinfliegen. Es hat sich mit diesem Einsatz ein paar Sachen aktiviert. Okay. Achso, ich wollte ja was aus der Kiste. Machen wir mit dem Hubschrauber, oder? Ja, da kann dich abspringen oder so. Nein, du musst nicht abspringen. Nein, muss ich nicht? Nein. Dankeschön. Ich kann das schon. Munition hast? Ja. Sehr schön. So, jetzt schauen wir nämlich, wo die beiden denen im Osten sind. Und dann werden wir beide Antennenmasten, werden wir schauen, dass jeder von uns einen schon einmal besetzt. Okay. Ich habe den einen mal markiert und den anderen werden wir vermutlich mal im Vorbeifliegen sehen. Ach, diese weiße Markierung? Weiß ich nicht, was das ist. Ich dachte, das ist von dir. Nein. Okay.
So, da unten sieht man schon die Garage. Aber was ist da dann der zweite Masten? Der war doch da irgendwo, oder? Ja, was ist das angezeigt? Da lass mich irgendwie runter. Ah, da ist er! Da ist er! Ich seh's! Echt? Ja. Ah, da wo die Unidad-Soldaten sind. Bin mir noch nicht sicher, wo ich da landen kann. Vielleicht ein bisschen unterhalb wäre kein Fehler. Dann laufen wir beide. Naja, ich bin ja drüben dann. Ja, jeder läuft in seine Richtung. Ach so, nein, ich flieg dann mit dem Hubschrauber weiter. So. Da raushüpfen wäre ein bisschen viel. Ich glaube, dass da jetzt momentan noch gar niemand da ist. Ich lasse dich mal da aussteigen und du kannst da ja eine erhöhte Position suchen. Wenn überhaupt welche spawnen da. Mhm, ich werde es mal auskundschaften. Ich weiß nicht, dass da unten irgendwo Unidad-Soldaten sind. Soll ich schon raussteigen? Ja, ich bin unten. Und dann fliege ich rüber. Mhm. Ah ja. Ich werde mich da oberhalb verstecken, schauen, ob was rauspoppt. Von den Kartellis oder so. So, da müsste es über dieser Farm sein. Dich schon nach unten. Gut. Vogel gelandet. Machen wir einen Weg. So, das heißt, ich muss die vier jetzt alleine snappen. Mhm. Okay. Es wird spannend. Das wäre wieder ein typischer Auftrag für... Ja, so zwei Mann-Teams, ne? Mhm. Eins, zwei, drei und da ist der vierte. So, markiert sind sie. Eine Spur weit weg von mir für mich. Drei habe. Vier. Okay. Ich geh runter. Ja, ich stehe schon am. Sobald ich markiere, sage ich das. Das. So, Achtung. Deaktiviere. Ja. Gut gemacht. Es wird leichter für die Rebellen, wenn das Kartell ihre Stellung nicht mehr durchfunken kann. Cool, gell? So funktioniert's doch gleich viel besser. So, ich laufe zur Straße runter. Ja, ich hol dich mit Hubschrauber. Hier spricht Bakatari. Nach euren Siegen schöpfen meine Männer neue Hoffnung. Gute Moral stärkt den Soldaten. Hast du keinen Vater? Hoffnung lässt Männer kämpfen. Aber wir brauchen mehr als nur Stimmung für den Erfolg. Keine Sorge, Pak. Die Party geht gerade erst los. Nomad, Ende. Okay. So, ja doch, ich habe einen Hubschrauber. Komm schon. Ach, ich habe hier ein paar Unidad-Soldaten. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich sehe noch einen Tango. Zwei, na gut. Ja, ich sehe dich. Ja, die werde ich mir aber
pflücken. Okay. Ich lande da vorne in den Feldern. Sehr schön. Tschüss. Wo ist der Vogel? Ja. Kiste war nicht bei denen, ne? Na, ich schau gerade, ist eh ein Vorbeilaufen. Nein, ein Motorrad. Gut, dann schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Oh, wir haben da bei Kutschi eine Waffenkiste. Mhm. Und daneben da oben ein Kulter, den Story-Einsatz. Dann würde ich sagen, machen wir es erst aus der Waffenkiste. Okay. Markieren sie mal. Warten. Mitflieger? Mitflieger ist schon dran. Okay, langsam geht's mit den Helles für die, kriege jetzt halbwegs ein Gefühl, krachend und Klima. Ja, und bitte nicht in die Stromleitung. Ja, die sind nicht existent für ein Heli. Das habe ich schon probiert. Ja, aber auch nur im Spiel. Ja, das stimmt. Auf der Halbinsel. Mhm. Mhm. So, schon. Wird ja auch spannend, wie viele da so unterwegs sind. Ich würde außerhalb. Ja, da vorne sehe ich glaube ich ein kleines Feld, da würde ich mich runterlassen. Ja. Ja, ein bisschen was. Da. Ich habe auf Nachtsicht gestellt. Das ist die Stromleitung. Ja, direkt auf die Stromleitung. So kitzelt so schön. Schätze. So. Und um. So, ich gehe gleich ins Gestrüpp. Dann werden wir wieder mal schön auskundschaften. Die dürften alle irgendwo... Sind alle ziemlich in auf Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Ah, vielleicht kommen wir auf das Blechgebäude darauf. Irgendwie... Hey, wir haben einen Narko. So, ich hab da leerstehendes Gebäude, da mache ich mir mal aufs Dach rauf. Ja, du könntest mich dann leiten. Na, ich glaube, von da sehe ich einiges schon mal. Das schaut nicht so schlecht aus. Okay. Zweites Ziel da drüben. Mhm. Da haben wir mal. Da im Gebäude der Waffenkiste, siehst du was? Da braucht noch wo einer sein, der ist glaube ich drinnen. Mhm. Ich habe noch einen Tango. Wie schauen wir da aus? Im Gebäude rechts von der Waffenkiste müsste auch irgendwo einer drinnen sein. Ja, das sehe ich nicht richtig hin. Da ist das andere Gebäude. Okay. Im Weg.
glaube, die halten sich alle sehr viel im Gebäude auf. Wo sind denn jetzt die hin, die ich schon markiert habe? Keine Ahnung. Gehen alle schlafen. Vermutlich. Ne, wir sind auf. So, Ja, wir können es natürlich versuchen mit der Handfeuerwaffe. Soll ich zu dir kommen? Ja. Okay, dann kommen wir wieder runter. Da dürfte einer oben sein. Das Problem ist halt, sobald sie alarmiert sind, kommen es dann alle raus, wie die Amazon. Ich werde da mal reingehen. Da pennt sicher einer. Kannst du machen. Du? Ja, ich gehe schon. Ja, da pennt einer. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Im Schlaf erledigt. Alles okay, alles okay. Wie sich's gehört für Eliteeinheiten. Eben. Ich gehe da mal aufs Dach, vielleicht sieht man da mehr, gell? Ich mach den ganz drüben. Okay. In dieser Häuserzelle da. Also mal nix. Die Superschorte bringt jetzt gerade nichts. Okay. Drüben müsste jemand sein, sehe ich aber gerade nichts. Der Sack verkriecht sich auch. Der Tango ist hin. Erledigt. Brav. So. Ja, ich glaube, da können wir jetzt einmal das looten. Alles, was da so erinnern ist. Da sollte keiner auftauchen in nächster Zeit. So. Dann. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Darauf. Ist die immer. Wo bist du? Sturz. Oh, okay. Dann. Nicht gut, weil ich glaube, jetzt hat es mir nämlich auch die Aufnahme zerstört. Okay, und ich werde aussteigen, weil da sind zwei andere.